So, aber krasser Themenwechsel, weil das kam. Aber es kommt auch zusammen. Wir werden sehen, dass es tatsächlich darum geht, dass möglicherweise auch diese Hintergrundmächte auch dafür sorgen, dass uns unsere Stellung im Kosmos vorenthalten wird. Und ich mache das ein bisschen fest an der Mondlandung. Das ist immer ganz spannend, weil man kann Fotos zeigen und was man alles entdeckt, ist wirklich interessant. Ne? Also ich habe das damals als Kind, als Städtke live erlebt, Mondlandung. Ne? Abends um 9 sind die ja irgendwo dann mit Apollo 11 auf dem Mond gelandet. Und da haben wir gewartet, wann steigen die aus? Ne? Wann steigen die aus? Ja, warten, war immer nur das Studio zu sehen. Die haben auch nicht gesagt, irgendwie wartet jetzt nochmal 6, 7 Stunden. Es war tatsächlich morgens um 4, dass die Astronauten ausgestiegen sind. Frage ich mich, was ist da passiert? Ich meine, das ist ja ungewöhnlich. Ich fahre ja jetzt auch nicht hier irgendwo in die Schweiz und dann bleibe ich erstmal 7 Stunden im Auto sitzen und sage, ach, jetzt bin ich so lange gefahren, jetzt bleibe ich erstmal hier sitzen. Das Erste, was ich mache, ist doch aussteigen, oder? Es ist ja auch nicht so schwer, jetzt festzustellen, wenn man auf dem Mond gelandet ist, wir müssen jetzt erstmal 7 Stunden alles checken. Man weiß ja ungefähr, was einen da erwartet. Also ich habe nicht verstanden, was war das Problem. Und die Aufnahmen, die man gesehen hatte, waren auch wirklich grottenschlecht. Also es ist ja nicht so, dass die so High-Definition-Kameras haben, wie wir heute, selbstverständlich sind, aber die hatten schon eine relativ, gab es schon bessere Farb-Videokameras. Die ersten Bilder, die vom Mond kamen, waren so schlecht, dass man eigentlich fast gar nichts erkennen konnte. Warum? Gibt keinen technischen Grund dafür, meines Erachtens. Möglicherweise wollte man irgendwie die Bilder nicht so gut zeigen, weil man vielleicht Angst hatte, sonst kommt irgendwie was raus. Also zeigt man sie wirklich in einer miesen Qualität. Aber ich schicke mal voraus, ich weiß nicht wirklich, was genau passiert ist. Ich war nicht dabei. Ich kann nur Fragen stellen, Bilder angucken. Ich kann spekulieren. Wenn Sie mich nach einer Vermutung fragen, was da wirklich passiert ist, ich glaube, erstens mit der Technik war es unmöglich, auf den Mond und zurückzukommen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich eine geheime Technik, die ist wesentlich weiter. Die sind auf dem Mond, die sind auf dem Mars, die sind sonst wo. Nur das wird uns alles vorenthalten. Aber das ist, gucken wir uns einfach mal ein paar Bilder an. Das ist ja hier so als eines der bekanntesten Bilder. Ich habe ja gesagt, Fotograf, und da fällt mir dann schon mal das eine oder andere auf. Hier einfach Lichtverlauf auf dem Boden. Wenn der Boden von der Sonne beschienen ist, dann müsste er eigentlich gleichmäßig hell sein. Nur gucken Sie einfach mal hier, wie das da aussieht. Und ich mache es mal ein bisschen stärker am Kontrast, dann sehen Sie, da fallen Ihnen die Augen aus dem Kopf. Also hier ist kann man gar nicht zeigen, in der Mitte so ein weißer Spot, das ist wirklich weiß durch den Kontrast, und hier außenrum ist der Boden grau bis schwarz. Ist aber der gleiche Boden, ist eigentlich von der Sonne beschienen, macht das keinen Sinn. Das macht nur Sinn von einer Lichtquelle, die jetzt so nah hier ist. Das ist auch so natürlich, da ist hier in der Mitte ein heller Fleck und zur Seite wird das Licht dunkler, ist klar. Das ist aber nur bei einer künstlichen Lichtquelle in der Nähe so der Fall. Aber gucken wir uns einfach mal weitere Bilder an. Hier sieht man es auch einfach kontrastverstärkt. Das ist extreme Helligkeitsunterschied. Rechts fast weiß, links grau und so weiter. Also passt einfach nicht. Ich weiß nicht, ob der hier mit funktioniert. Ach, der, zum Zeigen. Gut. Hier ist ja, die Flagge. Ich könnte so viel zeigen. Ich habe natürlich jetzt hier nicht, weil ich wenig Zeit hatte, 1000 Bilder und Videos mitgebracht. Die Flagge ist ja auch so ein Thema, ob sie weht oder nicht. Aber hier ist auch, wenn man anfängt, sich die Bilder anzugucken. Und ich habe mir wirklich, es gibt tausende Bilder von der NASA, original in hochauflösender Qualität, kann man sich im Internet heute runterladen. Das ist ja das Schöne am Internet. Und wenn man dann mal anfängt, Mensch, das mit diesem Kontrast erhöhen, das ist schon mal ganz interessant. Ja, machen wir hier mal. Was passiert dann auf einmal? Kann man es sehen? Ja. Ne? Oben, was ist dann? Vorhang, Nordlicht. Ich habe jetzt immer die Bildnummer draufgeschrieben, damit Sie es wirklich nachprüfen können. Sie können sich dieses Bild, normal sieht es so aus, da fällt es da oben nicht aus. Es ist fast schwarz, aber man sieht es so ganz schwach. Ne? Was kann das denn da sein auf dem Mond, am Himmel? Ich weiß es nicht. Nur so kommen ja die ganzen Experten, die haben immer eine Erklärung. Ja, das ist in der Kamera, das ist so eine Lichtspiegelung. Entschuldigung, ich bin Fotograf. Also ich weiß, wie das aussieht, wenn die Sonne auf die Linse fällt. Das gibt natürlich Linsenreflexionen. Und das ist eine teure Kamera, das ist eine Hasselblad 500, die kostet Tausende von Dollar. Ich würde die Hasselblad ja um die Ohren schmeißen, wenn die solche Dinger da am Himmel macht. Ne? Und das macht die nicht nur einmal. Hier sind jetzt bei AS12, also Apollo 12. Jetzt haben wir ein Bild
ASL, also das Apollo 11, haben wir auch dieses komische Ding, ne, am Himmel, über der Flagge, sehen Sie es, blau. Hier über ja, der Mondfähre. Also immer wenn man es ein bisschen heller macht, dann ist schwarz auf einmal nicht mehr schwarz und der Himmel ist voller merkwürdiger Dinge. Kann eigentlich nicht sein, wenn es wirklich im Weltall ist, da dürfte da eigentlich nicht so ein blauer Vorhang rumhängen. Oder hier sieht man es jetzt nicht wirklich gut, oder können Sie es sehen in den Kreisen. Es sind einfach Objekte am Himmel, die haben da nichts zu suchen. Ne? Es sei denn, da fliegen UFOs rum. Oder das, ich weiß nicht, ob es im Studio gemacht wurde, aber es ist schon. Gucken wir mal weiter. Da ist oben auch wieder der blaue Vorhang. Dann gucken Sie sich das Ding an, ne? Beduinen im Weltraum. Mit so einem Ding würde ich nicht mal von hier bis zum nächsten Lidl fahren. Das fällt auch auseinander. Gucken Sie sich das mal an. Wahnsinn. Ne, da pfeift der Wind durch. Gegen was hilft so eine Verkleidung? Das ist ja so, man muss ja Gewicht sparen. Also alles, jedes Gramm, was man da auf den Mond schießt, muss mühsam, muss man sich überlegen, ist es wirklich nötig? Entweder etwas schirmt einen gegen die Unbilden des Weltraums ab, dann sollte es da aber dicht sein, oder? Sonst macht es keinen Sinn. Also was soll diese Verkleidung, wenn es keine Luft abhält und auch sonst nichts, ne? Gucken Sie, wie die das zusammengeklöppelt haben, ne? Also wenn man Kindern so ein bisschen Alufolie gibt und so Kupferfolie und Goldfolie und schwarze Folie und so ein bisschen Weltpappe, also wie gesagt, ich würde mit dem Ding nicht mal zum nächsten Aldi fahren. Gucken Sie sich sowas an. Macht das Sinn? Da sind diese beiden Streben, ne? Also das gibt doch keinen Halt, oder? Die schlackern doch da wild hin und her. Sehen Sie es? Ich verstehe es nicht. Dann immer diese Goldfolie und Kupferfolie und Silberfolie und schwarze Folie. Ich weiß nicht, vielleicht wissen Sie noch nicht, was am besten wirkt. Aber die Frage ist ja, was bewirkt diese Folie überhaupt? Warum an diesen Streben? Diese Streben sind doch sicherlich, nehme ich mal an, aus Metall. Nun muss man Metall aber ja nicht mit Metallfolie vor der Hitze oder vor der Kälte schützen, oder? Macht doch keinen Sinn. Was für einen Sinn hat diese Verkleidung da. Ne? Also gut, wenn man jetzt irgendwie verderbliche Lebensmittel in Alufolie einwickelt, das ist vielleicht verständlich, dass das in der Hitze nicht so warm wird. Aber diese Metallstreben braucht man meines Erachtens nicht einzuwickeln. Ja, also man gucken Sie sich den Boden an. Das sieht aus wie im Zementwerk, oder? Und dann diese Teller da drin und diese Alufolie, das ist doch schon halb ab, diese Goldfolie. Sieht aus bei mir wie unterm Bett, aber gut. Dann hier auch als Fotograf wieder was. Also Foto gegen die Sonne, weiß ich, ist nicht besonders ratsam, sollte man aufhellen, Blitz oder sonst was. Die haben aber da nicht mit Scheinwerfern gearbeitet. Trotzdem ist der Astronaut, der da aus dem Dings aussteigt, eigentlich ganz gut zu sehen. Ne? Aber das Sonne kommt, ist ja rechts drauf zu sehen. Ist nicht zu erklären ohne Aufhellung von dieser Seite. Überhaupt, wie der da aussteigt. Also ich habe ja damals das im Fernsehen gesehen und die hatten bei uns im ARD oder was, Studio, hatten die wirklich so eine Fähre nachgebaut und auch so einen Astronauten, der hatte so einen nachgebauten Anzug und so einen Tornister auf dem Rücken. Der ist da aber im Studio nicht rausgekommen. Die haben dem noch geholfen. Der hat es nicht geschafft, durch diese Luke zu kommen. Aber auf dem Mond, erstmal, ne, der Erste kann der Zweite vielleicht noch helfen und sagt, pass mal auf, du musst ja noch ein bisschen runter. Und die Luke ist nämlich richtig eng. Und dann mit diesem Rucksack, Tornister da. Und ein Ratscher, ne, da jetzt hier runterrutschen da die Leiter und irgendwo ein kleiner Ratscher reißt den Raumanzug auf und das ist ja Lebensgefahr. Der Zweite, der aussteigt, dem kann der andere noch nicht mal mehr helfen. Der muss alleine rückwärts mit so einem riesen Rückending da durch so eine ganz enge Luke. Kann man sich das vorstellen, wie schwierig das ist? Da oben sieht man, ja auch, ne, oben und rechts sieht man einfach so, es ist kein schwarzer Himmel, da sind irgendwelche Sachen am Himmel, die da nicht hingehören. What's next? Das ist das Nordlicht. Aber nee, Moment. Ach so, da kommt ein Video, genau. Startet etwas langsamer. Ja, das dauert ein bisschen, weil da jetzt ein Video kommt. Da kann man sich einfach mal die Bewegung angucken. Die fliegen also scheinbar mit Apollo 8 über die Mondoberfläche. Na komm.
Wenn es mal wieder länger dauert, hat jemand einen Snickers hier? Ne? Die fliegen also über den Mond auf, über Flächen, und gucken sich Bewegung an. Wupp, ne? Kann man so fliegen? Das, kann man es sehen? Kann man es nicht sehen? Ganz schwach. Es ist natürlich auch nur wirklich eine schlechte Aufnahme. Aber die Bewegung ist einfach, ja. Hier sieht man jetzt das wenigstens, den Rückstart vom Mond. Da sieht man auch erstmal, fragt man sich, wo ist der Raketenstrahl? Wer führt die Kamera nach? Die sind ja beide da drin. Da ist keiner auf dem Mond. Kann man vielleicht mit Fernbedienung, aber die haben ja immer eine Zeitverzögerung. Ist nicht zu erkennen. Versuch's nochmal das Video hier. Hier geht's einfach um die Bewegung. Also ich habe viele, ne, die ist einfach nicht kontinuierlich. Das ist eine Bewegung so rum. Ne? Das schafft kein Objekt, was ja auch wenn es da keine Schwerkraft gibt, aber im Weltall ist die Masseträgheit funktioniert doch. Das wiegt ja, hat ja eine Masse von ein paar tausend Tonnen und das kann man nicht auf einmal mal so rumfliegen lassen. Das geht nicht. Und hier, wie gesagt, der Start, kann man das erkennen? Video. Jetzt sieht man gar nichts, oder? Also ich sehe es hier. Gut, Videos, schlechte Idee. Ich habe tausend andere Bilder und auf meiner Homepage, joconrad.de, habe ich auch eine Seite über die Mondlandung, ganz viele von diesen Bildern mit den Fragen drin. Hier, warum sind die da über diesen dicken Felsen da gesammelt? Ne? Das ist doch gefährlich. Ich meine, da würde ich mit meinem Auto nicht mal rüberfahren hier. Ne? Ja, ich hab zwar Vollkasko, aber wenn die auf dem Mond sind und die nächste Werkstatt ist 300.000 Kilometer weit entfernt, dann fahre ich doch nicht mitten über so einen dicken Brocken, oder? Und da vorne, da sind sie auch genau über den Brocken gesammelt da. Die Spuren, die ist auch die Spurweite, ne? Ich weiß nicht, ich habe das mal eingezeichnet, also scheinbar variable Spurweite. Es gibt tausend Fragen dazu. Hier sieht man, ne, gucken Sie vor und hinter den Reifen. Sieht man es? Keine Reifenspuren. Es sind da Fußspuren, aber keine Reifenspuren. Hier sieht man es nochmal besser. Keine Reifenspuren. Also wie ist das Ding da hingekommen? Ne, also hingefahren ist es nicht, das würde man sehen, oder? Also es gibt tausende von Internetseiten und tausend Videos. Geben Sie einfach mal bei Google Moon Hoax, Fälschung oder Fake oder sowas ein. Sie kriegen tausende Sachen. Also ich kann gar nicht alles. Es ist so interessant, wenn Sie sich das hier angucken. Da hat jemand mal einfach Bilder hintereinander gelegt von derselben Mission, also Apollo 15. Ne? Da steht auch immer die Bildnummer drauf. Das heißt, man kann es nachprüfen. Und man hängt die aneinander. Dann hat man eine kontinuierliche Hintergrund. Ne? Man hat einmal die Fähre dastehen und da hat man die Fähre dastehen. Auf der gleichen Mission. Kann eigentlich nicht sein. Es gibt so viele Beispiele. Hier sind von Apollo 16 und Apollo 17. Unten sehen Sie Ausschnitte. Die sind fast 100% identisch. Also so detailliert gleich. Ne? Das kann fast kein Zufall sein. Als wenn die immer im gleichen Studio gedreht haben. Ich weiß es nicht. Gut, ich rede jetzt mal ein bisschen drüber. Ich habe viele Bilder gezeigt. Es ist ja die Frage, was ist da passiert? Und was wird uns da vorenthalten? Ich weiß es natürlich nicht wirklich, aber es gibt inzwischen so viele Hinweise darauf, dass sie das Ding gefälscht haben. Es gibt ein Video, ich kann es leider hier auch nicht zeigen, weil ich das nicht runterladen konnte. Da wird gezeigt, wie die auch auf dem Weg zum Mond angeblich immer die Erde gefilmt haben und dass die Erde immer weiter weg ist. Die haben es aber gefaked. Sie haben nämlich im Fenster eine Blende reingesetzt in ihrer Mondfähre. Und sie waren aber in der Erdumlaufbahn noch. Das heißt, die haben nachher die Blende weggenommen. Das heißt, sie haben erst quasi durch die Blende haben sie den Eindruck erweckt, die Erde ist ganz weit weg, wir sind auf dem Weg zum Mond. Und dann haben sie die Kamera laufen lassen, das ist jetzt zufällig irgendwo rausgekommen. Dann haben sie die Blende aus dem Fenster genommen und dann sieht man, dass eben die wirklich im Erdorbit sind, wo sie angeblich schon auf dem Weg zum Mond waren. Also es ist eindeutiger Beweis. Und es gibt eben die Frage, schafft man es durch den Van Allen Strahlungsgürtel zu kommen? Wir müssen ja bedenken, seitdem sind 40 Jahre bald vergangen, ja 69, ne? Seitdem ist kein Mensch mehr außerhalb der Erdumlaufbahn gewesen. Ne? Die Shuttle-Mission, alle im Orbit der Erde. Und normalerweise technisch entwickeln wir uns immer weiter. Ne? Diese ganze Technik, die wir haben, Kameras, alles seitdem super weitergegangen. Wir kommen aber nicht mal mehr auf den Mond. Die Amis sagen, wir schaffen es nicht mehr auf den Mond. Nächste Mondmission brauchen wir 20 Jahre Planung für oder sonst was.
die schaffen es nicht mehr, auf den Mond zu kommen. Warum? Die Astronauten, der Neil Armstrong, erster Mann auf dem Mond, müsste meines Erachtens ja viel zu erzählen haben, dauernd in irgendwelchen Talkshows unterwegs sein, bei Oprah Winfrey oder was es früher gab. Gibt's nicht. Ganz, ganz, ganz wenige öffentliche Auftritte von dem. Britney Spears und irgendwelche Models, die sind ständig in irgendwelchen Talkshows, die haben nichts zu erzählen, die waren nicht auf dem Mond. Neil Armstrong, erster Mann auf dem Mond, es gibt fast kaum öffentliche Sachen, wo er frei darüber redet, über seine Erfahrung vom Mond. Es gibt ein, zwei Videos, ganz kurz, und der Mann hätte doch wirklich was zu erzählen, der war wirklich angeblich auf einem anderen Planeten. Ein anderer, der hat wirklich einen Reporter, der ihn gefragt hat, komm, bitte schwöre auf die Bibel, dass du auf dem Mond warst. Der hat ihn ausgenockt. Gibt's auch im Internet als Video. Ne, also wenn jemand sagt, Joe, schwöre mir, dass du aus Wopsede kommst, dann sage ich, ja bitte schwören, aber wenn du drauf bestehst, dann schwöre ich dir das. Das ist ja so, ne? Warum sollte man nicht schwören, wenn etwas so ist? Der wollte nicht schwören, dass er auf dem Mond war. Ja, ich weiß nicht, wie wir es in der Zeit machen. Es gibt tausend Sachen dazu, wie gesagt, kann man im Internet tausend Sachen finden. Auf meiner Homepage habe ich eine ganze Menge dieser Bilder, einfach mit Fragen, was ist da los? Es gibt natürlich, da scheiden sich die Geister. Die einen sagen immer, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass die NASA uns alle belügt. Das ginge ja gar nicht. Das ist doch haben doch einen öffentlichen Auftrag. Erstmal muss uns bewusst sein, die NASA untersteht dem Verteidigungsministerium in Amerika. Das ist also im Grunde eine militärische Aktion. Die Astronauten sind alle zur Geheimhaltung verpflichtet und sie sind zum großen Teil Freimaurer. Da kommen wir gleich fast zum nächsten Thema. Das sind einfach nur mal einige der Astronauten und in welcher Loge sie sind. Ne? Also das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganz viele, 10 Astronauten alleine aus einer Loge. Hier ist noch ein Bild, das ist ein Buch, über Geheimakte Mond, das kenne ich gar nicht, aber das Titelbild, da ist eben eine Freimaurerflagge drauf, die war auf dem Mond, hängt jetzt irgendwo in Washington in einer Loge. Das heißt, es ist wirklich die Frage, war die wirklich auf dem Mond? Wo machen wir da weiter? Wir kommen natürlich jetzt in den Bereich der Logen und der Illuminati, wäre ein schöner Übergang, aber ich will einfach noch die Frage stellen, was läuft da wirklich? Was wird uns da vorenthalten? Ich bin überzeugt und es gibt viele Hinweise dafür, dass auf dem Mond viel mehr los ist, als man uns sagt. Also, dass es da Bauten gibt, dass es da möglicherweise andere Lebewesen gibt. Es gibt Remote Viewing, ich weiß nicht, wer das kennt. Remote Viewing, das ist eine Technik, wo man wirklich quasi geistig eine Fernwahrnehmung von unbekannten Orten machen kann. Das ist kein Hokuspokus, das hat das Militär auch und die Geheimdienste haben das angewendet oder wenden das an. Und eigentlich alle Remote Viewer, die das als Ziel, also die kriegen irgendwie einen Umschlag, ein Ziel, die wissen nicht, was das ist und dann kriegen sie so Eindrücke. Dann sagen sie, ja, das ist heiß oder kalt oder es ist hell oder da, ich sehe was Rotes oder was, es fühlt sich wie Wasser an oder es ist irgendwie Gefahr. Ne, die kriegen also einfach Eindrücke, ne? Und so machen sich irgendwie von irgendeinem unbekannten Ziel, sammeln die Eindrücke, wird immer genauer. Und alle Remote-Viewer, die den Mond als Ziel bekommen haben, die haben immer gesagt, da laufen irgendwelche Wesen rum und da ist Leben und möglicherweise eine Atmosphäre. Ich weiß es nicht, ich war ja noch nicht da, aber ich denke, entscheidend ist, weswegen ich darüber rede. Ich sage ja, ich habe nicht die Wahrheit, aber die von der NASA, die haben ja Milliarden Dollar Steuergelder bekommen, damit sie uns diese Sachen erforschen. Und die müssen uns die Wahrheit über unsere Stellung im Kosmos sagen. Es geht ja darum, wo stehen wir? Sind wir alleine im Universum? Kommt jetzt das Thema natürlich UFO-Thematik und so weiter. Aber ich gehe davon aus, es gibt natürlich viel mehr im Universum, als man uns sagt. Und hier, Mondlandung ist eigentlich nur der Einstieg, um zu zeigen, wir werden belogen. Man zeigt uns nicht die Wahrheit. Ja. Danke.